So, hallo liebe Leute, mit diesen lieben Worten starten wir sogleich das Spiel Catherine, das noch nicht vor allzu langer Zeit rausgekommen ist. Es geht um Beziehungsprobleme, um Erwachsenenprobleme, um Albträume, um Schafe und um kuriose Monster. So, also genug gespoilert, wir fangen direkt an und fangen von neu natürlich an. Ich habe nur etwas getestet, deswegen ist es laut Game gestanden. So, jetzt können wir easy normal hart. Ich bin nicht der Easy Boy, ich bin nicht easy cheesy, ich bin nicht hardcore, ich bin eher ein normaler Durchschnittstyp, was das Spielen betrifft. Und ich denke, ich werde knacke, anspruchsvolle Rätsel und erlebe die fesselnde Action, die du nur in Catherine finden kannst, für erfahrene Spieler. Ich denke, dazu zähle ich mich dazu, denn wenn ich sterbe, dann ist es auch für euch kein Genuss und ja, wer will schon, ja, also dieser Modus ist für erfahrene Spieler, möchtest du starten, aber natürlich. Und jetzt holt euch einen Snack und genießt die seltsame Geschichte von Catherine. Viel Spaß bei meinem ersten Let's Play. Die Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler von Shakespeare oder wie es euch gefällt. Golden Playhouse. When the night sky fills with glamour, a lovely story awaits you. Die Haare! Welcome to the Golden Playhouse. Your guide for the night is me, the Midnight Venus, Trisha. Have you heard about this scary rumor? They say, if you fall in a dream and don't wake up before you land, you die in real life. Tonight's story is Catherine, an unconventional romantic horror. A man with a certain curse has a terrifying week. Our hero in this story is Vincent Brooks, age 32. He's an earnest and kind man. But one day, we begin to see him have terrifying nightmares. On top of that, a torrent of sweet seduction swoops down upon him. What a playboy, huh? Will he be able to overcome all the blocks in his life? His outcome, depends on you, viewers. Sorry to keep you waiting. Raise the curtains. Now enjoy the show. Until we meet again. Okay, die Dame mit den freundlichen Haaren hat uns, glaube ich, gerade verraten, dass das Spiel mehrere Enden hat. Kann das sein? Hey, where'd you go? Snap out of it! Were you even listening? Sure. You know, you've been a little out of it lately. Is everything all right? You've been spacing out left and right. Oh, sorry. I had to work early this morning. So, jetzt geht's los mit den Credits. Atlas Presents. Das Spiel Catherine. Wie ihr bestimmt erraten habt. Starring Vincent Brooks. Oh yeah. Catherine McBride. Als Catherine. Orlando Haddock. Wer kennt ihn nicht? Jonathan Mariga. Tobias Nevins ist auch mit davon von der Partie. Erica Anderson darf natürlich auch nicht fehlen. Als Boss. Nee, Steve Delhomme scheint der Boss zu sein. Die Schafe, ja, sind auch hier. And the Sheep. Konoku Kai. Aha. Animation Works Studio VC. Und Chief Designer Katsuhishi Wada, Chief Programmer Yujiro.
Art Direction Shigeno Ori Shoichima. Und mit der Musik beglückt er uns Soji Meguro und directed by Katsura Hashino, der hat die rosanen Boxshorts gemacht. Heroische Musik. Underground Cemetery oder der unterirdische Friedhof. Hilfe, ist hier jemand? Beeil dich und fang an zu klettern. Wer bist du? Wo sind wir hier? Spann deine Puste und fang an zu klettern. Wenn du runterfällst, bist du tot. Tot? Das ist doch nicht dein Ernst. Oder wie er zu sagen pflegt, are you fucking serious? Der Boden des Levels bricht auseinander. Ja, das haben wir vorhin schon bemerkt. Benutze die Richtungstasten, um dich zu bewegen und zu klettern. Okay, also das haben wir schon mal wunderbar drauf. Also das können wir. Rauf, rauf, rechts. Okay, und in diesem Spiel geht es darum, zu klettern. Das werdet ihr gleich sehen, warum wir klettern werden. Verschiebe die Blöcke, um dir einen Weg nach oben zu bahnen. Man kann immer nur einen Block erklettern. Wie soll ich diese Dicke denn bitte was habe ich jetzt gesagt? Drücke die X-Taste, um einen Block zu greifen. Wenn du den Block ergriffen hast, kannst du ihn mit den Richtungstasten schieben oder ziehen. Du kannst dann den letzten Zug rückgängig machen, indem du die Select-Taste drückst. Also, wenn man Blödsinn gemacht hat, dann macht, ja, Select und wir sind wieder voll im Rennen. Gut, also mit X ziehen und wir bahnen uns so den Weg rauf auf die Spitze des Würfelbergs. Wenn du ein mystisches Kissen findest, ein Polster, hältst du ein zusätzliches Wert? Wenn du ein siehst, setze alles daran, es zu bekommen, du wirst es nicht bereuen. Gut, dann sammeln wir das doch gleich mal ein. Dann haben wir das mystische Kissen auch im Inventar. So, Edge, was ist Edge? So, man kann die Blöcke rausziehen, um sich Stufen zu basteln. Verschiebe nicht einfach planlos Blöcke, sie können einstürzen und du gerätst vielleicht in eine auswegslose Situation. Sie stürzen ein! Wenn du Blöcke unbedacht verschiebst, kann sich deine Lage zusätzlich verschlimmern. Versuche einen Block zu ziehen und zu sehen, um Halt zu bekommen. Okay, also ich spiele das Spiel blind. Ich habe es bis zu einem gewissen Punkt schon gespielt. Jedoch werde ich bekannt geben, wo ich dann gar nichts mehr vom Spiel weiß. Aber der Moment ist noch nicht da. Das dauert noch. Vielleicht die Folge noch. Aber dann kenne ich mich schon starr aus, wie man in Österreich sagt. Jetzt kommt was sehr Wichtiges, sehr gut zu, vergiss nicht, was ich dir jetzt sage. Was denn? Diese Blöcke hier fühlen sich ein und halten ein Gewicht. Sie berühren andere Blöcke nur mit der Kante. Was soll das heißen? Ihre Kante verbinden sich. Ich würde sagen, Screw Gravity. Wenn sich unter einem Block nichts befindet, fällt er nicht runter, solange er die Kante eines anderen Blocks berührt. Die Kanten leuchten blöd, ich weiß, okay. Ja, das interessiert doch keinen. So, ich meine, damit habe ich fast gerechnet, dass es so läuft. Drauf, wie kriegen wir das? Wenn wir das rausziehen, dann wäre das ein fataler Fehler. Können wir... Ich will die Münzen da haben. Ha, wie mache ich das jetzt? Aha, und da fängt es schon an, aber ich glaube... Warte mal, schauen wir mal da runter. Nee. Wie machen wir das? Was kann man darüber handeln? Ja, das geht. Das hat er drauf. Sich... okay, da kann nicht drauf, das war aber so offensichtlich. Rauf, rauf, die Stufe lässt grüßen. Und wir sind schon wieder ein Stück näher bei der nächsten, beim Ziel. Siehst du, wie sich die Karten miteinander verbinden? Das ergibt keinen Sinn, wieso fallen die denn nicht runter? Was ist denn mit der Schwerkraft? Ja, wie schon gesagt, Screw Gravity, denk nicht drüber nach und nutze es für deinen Vorteil. Sie fallen nicht runter, also setzt sie zu schnell. Gib mich einfach daran. Alles klar. Der Abgrund bröckelt, aber gewöhn dich dran. Nutze die Karte, um Stufe zu erstellen. Ja. Das wissen wir alles schon. Wir sind dem Spiel um Meilen weit voraus. Also, okay, Glockenspiel. Glockenspiel ertönt. Was das heißt,
werde ich euch, oder werden die euch wohl gleich verraten. So, lalala. Wo sind wir? Was läutet da? Tja, das ist das Mittagessen, das fertig ist. Näherst du dich den Gipfel, hörst du das Läuten einer Glocke, dann ist der Ausgang nicht mehr weit. Beeile dich. Anyway, good luck. Wie auch immer, viel Glück oder viel Erfolg auf Deutsch übersetzt. Na, hoffentlich, alter Mann oder wer noch immer spricht, beziehungsweise wo bist du überhaupt? So. Hopp. Nein, das war der falsche Weg. So. Falsch. Und so. Und wir sind schon beim Eingang. Wir haben es schon geschafft. Das erste Level, kein Problem. Kann ich hier entkommen? So. Dann betreten wir mal die Tür. Und was kommt denn da unten? Für eine Höllenbestie! Mit einer Gabel bewaffnet. Oder was ich doch immer gesehen habe. Gut gemacht, du hast überlebt. Ja, das denke ich mir auch oft, wenn ich aus der Firma rausgehe und dann denke ich mir immer so, boah, Gott sei Dank, vorbei, ich habe wieder einen Arbeitstag überstanden. Safety Bonus, aha, die Schwierigkeit wird mal 1,5 gerechnet. Ich schätze, Hardcore wäre 3 oder 2 gewesen. Leicht vielleicht 0,5. Jedenfalls haben wir genug Punkte gemacht und den Silver Prize gewonnen. Was das heißt, das weiß ich allerdings auch noch nicht. Also da habe ich euch nicht angeschwindelt. So, und ja, dann 8.10 Uhr, Vincents Room, die Frisur sitzt. First Day. Aha. Wo sind wir denn hier? Okay, What a terrible dream. Wo sind meine Eier? Scheiß Polster! Hello? I'll be in today's code review meeting. Really? No, I'm just a little under the weather. No, it's okay, I'll be right there. Yeah. So. Sorry. So, und wer kennt es nicht, einfach mal Leiberl anziehen und sich damit duschen und wo wir hingehen, sehen wir im nächsten Part.